Kaum ein privates Haus in Deutschland beinhaltet so viele und vor allem so große Aquarien wie das von Jack Elliot. Für den einen Traum, für den anderen Albtraum und für Jack Elliot absoluter Alltag. Ein solches Haus benötigt natürlich eine gewisse Technik und das dahinterstehende Know-how. Und wie das bei Jack Elliot aufgebaut ist und läuft, das erfahren wir heute. Wie sieht das mit Rost aus? Hast du da irgendwie Probleme? Gestern hat mich noch so ein Bauunternehmer auf einer Party gefragt, hast du denn den Boden überhaupt untersuchen lassen? Das ist hell, sag ich. Nein, das vom Boden. Nate-Drop. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist endlich soweit. Ich kann gar nicht zusammenfassen, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, dass die Leute wieder Videos mit dir sehen wollen, dass ich wieder ins verrückteste Aquarienhaus Deutschlands fahren soll. Und endlich ist es soweit. Heute gibt es den Technikteil. Aber ob dazu stimmt, was du sagst, dass die mich sehen wollen, ich kann es nicht glauben. Ja, doch. Was gibt's Neues? Hast du was umgebaut? Hat sich was verändert? Und vor allem natürlich, ihr fragt ja auch enorm viel danach, was hat das Ganze technisch auf sich? Wie genau ist das konzipiert mit mehreren Becken in deinem Haus? Wie kriegst du das alles unter Dach und Fach? Erstmal danke an die Leute. Ich habe mir die Kommentare auch durchgelesen. Schön. Und wirklich super viele nette Kommentare. Das andere, was du sagtest, ich schaffe es so halbwegs, meine Aquarium laufen zu halten. Aber ich bin weit entfernt von einem Fachmann. Da gibt es weitaus bessere Leute, die mehr Ahnung haben. Also ich muss auch viel nachlesen, dass ich das dann auch umsetzen kann. Ne? Ja, machst du das alleine eigentlich? Also alle Becken? Bist du alleinig verantwortlich in der Pflege oder hast du auch noch externe Hilfe? Nein, ich mache das alleine. Muss ich sagen, für die Technik, wenn jetzt irgendwie eine Pumpe kaputt ist oder irgendwas repariert werden muss, entweder schicke ich es ein oder ich habe jemanden, der dann in dem Technikbereich mir hilft. Ne? Okay. Also so Wasserwerte und Fische und Korallen und so, das mache ich selber, aber das andere, da brauche ich jemanden für. Wir haben ja hier über 30.000 Liter Meerwasser. Das Ganze braucht ja eine gewisse Grundstruktur erstmal, die du schaffen musst. Du kannst ja nicht irgendwie ein Rohr übers andere legen. Du musst ja schon so ein gewisses Konzept machen, würde ich sagen, oder? Ja. Du weißt, dass ich ein Chaos-Typ bin. Ich weiß. Kannst du bitte wegschneiden, den Mist? Scheiße, was soll das? Nein, mein Therapeut hat gesagt, du musst ganz ruhig bleiben. Ganz freundlich, wirklich langsam. Nee. Ich habe ja wirklich auch Leute von dir, ich habe wunderschöne Becken gesehen. Einige deiner Freunde, Kunden, die haben riesige SPS-Becken mit den schwerst zu haltenden Korallen, dann auch unheimlich viele Fische drin. Und da muss man doch sehr viel mehr richtig machen und darauf achten, dass man das dann auch im Laufen halten kann. Und du hast das quasi so ausgelegt, dass die Becken an sich schon recht pflegearm sind und du also eben nicht 15 Mal am Tag Wasserwerte messen musst zum Beispiel. Genau. Und diese Sachen spielen ja da schon mit. Und deswegen kriegst du das auch alleine noch hin. Ja, ich hab ja die 5 Aquarien und versuche diese 5 Aquarien so einfach wie möglich zu halten. Ich habe noch die Hunde, dann Kind, Frau, Beruf, dies, das. Ich muss viele Sachen machen. Ne? Und dann kann das jetzt nicht noch hier noch mehr werden. Ne? Dieses Becken hinter uns. Ja. Nochmal ganz kurz, für die Videos nicht gesehen haben, 24.000 Liter in deinem Wohnzimmer, was man halt so macht. Ja, genau. Wie sieht die Technik dazu aus? Wir waren ja schon mal im Technikraum unten. Ja. Willst du einfach mal erklären, wo so das ganze Wasser hinkommt? Wie man so große Becken filtertechnisch in seinem eigenen Keller aufbaut? Aber du willst ja wissen, warum das alles hier läuft. Ja. Ne? Und das Allerwichtigste, Moment, das zeige ich dir jetzt, das Allerwichtigste. Ja. Weil ohne das hier läuft nämlich gar nichts, liebe Leute. Also ich kann euch sagen, wenn ihr Aquarien haben wollt, die sollen gut laufen, benutzt das hier. Ah ja! Benutzt das hier. Mein neues Futter, für die es nicht mitbekommen haben. Und wenn es zwickt irgendwo, ja, dann kann man. Es gibt das Sea Brandy Reef Futter auf Naturbasis, ohne Chemie, ohne Konservierungsstoffe. Und das hast du schon benutzt. Ja, ne? Man muss ja auch sagen, ich habe das natürlich einigen zum Testen geschickt. Ja. Du warst einer der Auserwählten, die das Ganze mal testen durften. Auserwählte, thank you very much. Ja, komm. Aber super Sache, wirklich funktioniert hervorragend. Die Fische nehmen es alle an, wir können es auch mal live demonstrieren. Ja, gerne. Und das Futter ist schon A und O, dass man das Richtige hat. Ne? Ja. Und du hast ja hier wirklich auch gute Zutaten ausgewählt und dass die Fische alle Vitamine und Mineralstoffe und Dinge da bekommen. Ne? Geil, freut mich sehr, dass das gut ankommt bei dir. Komm, lass mal nach der Technik schauen. Ganz kurz, ich sehe eine Veränderung bei dir im Becken. Und zwar, du hast jetzt mit Seegras gearbeitet. Wer
genauere Informationen haben möchte, warum die Korallen in diesem Becken künstlich sind, der kann sich natürlich das andere Video von uns anschauen. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin ja nach wie vor optisch kein großer Freund von künstlichen Korallen, aber die Seegras funktioniert in diesem Becken auch in künstlicher Form astrein. Muss ich wirklich sagen. Es sieht so natürlich aus. Genauso stellt man sich so einen Lagunenbereich einfach vor. Wie du schon gesagt hast, ich hätte es auch lieber in echt alles, aber das geht nun mal nicht. Mal, dass die Doktorfische ja auch Seegras fressen würden. Ja. Und das soll ja so, ich habe ja in deinen Videos gesehen, du hast ja auch viele so Lagunenbecken. Und das ist auch so eine Brandungszone. In Hawaii soll das darstellen. Wenn man da reingeht, viele Steine, ein paar wenige Korallen, die typischen Korallen, die man in Hawaii sieht. Genau. Die würde es auch in der Größe in echt gar nicht geben. Und da müssten auch die Parameter im Wasser ganz anders sein. Das würde ich nicht hinbekommen. Ne? Seegras ist da auch oft zu sehen. Die sind ja, glaube ich, in allen Meeren vorhanden. Wo es warm ist. Man sieht, dass es Plastik ist, klar, aber ich finde, das passt ganz gut hier und bringt ein bisschen Farbe rein vor allen Dingen. Ne? Richtig, es bringt Farbe rein, weil du hast ja die Korallen so gewählt, das ist ja, sind ja alles Spezialanfertigungen, die ja auch in der Farbe sehr an die Natur angepasst waren. Genau. Und das bringt natürlich jetzt so ein grünes Seegras schon mit sich. Doch, doch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das auch gefällt. Aber ich find, muss echt sagen, ich finde das schon geil. Du hast natürlich gerade am Anfang, wenn du so ein Becken startest, du kriegst ja die Fische nicht alle auf einmal. Du bringst die in eine Quarantäne, du behandelst die, du setzt die rein. Aber dann regelmäßig werden die Fische hier auch nochmal krank. Du musst das Wasser nochmal behandeln, dann wieder Bakterienzugabe, danach Wasserwechsel. Also das ist eine Menge, Menge Arbeit. Und manche von den Fischen, die haben leider hier so eine Hillekrankheit bekommen. Die Fische, die haben natürlich keinen Schaden, aber die sehen natürlich dann so ein bisschen zerfleddert aus. Das ist leider das, was es ist. Das bekommen Doktorfische schon mal. Die sterben daran nicht, sondern nein, die sind Fischen quasi einfach nichts. Optisch nicht mehr so schön, wie sie mal waren. Ja. Deswegen ist es immer am besten, wenn man auch nicht zu viele Fische hat. Ne? Dann haben die Fische nicht so viel Stress und dann sind die Parameter besser. Doktorfische können das bekommen. Und ich habe oft gehört, dass das meistens auftritt in Fischbecken. Rein Fischbecken. Ne? Und bei Korallenbecken, da haben die das eher weniger. Aber das sind ja auch nicht alle Doktorfische. Wenn man jetzt mal die Acanthurus zum Beispiel anschaut, die Achilles. Genau, die haben das nicht. Die haben das gar nicht. Absolut, ne? Absolut. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so gesunde Achilles gesehen. Also das ist unglaublich. Ja, das ist ja, wegen den Fischen habe ich ja das Becken so gemacht. Die haben nicht einen einzigen Punkt, auch seit langer, langer Zeit. Die sind alle kerngesund hier, wohl genährt. Und diese Fische, die brauchen unbedingt unheimlich viel Platz, viel Strömung, dass das funktioniert, dass man auch zwei zusammenhalten kann. Ne? Ja, also so 9, 10, 11 Stück, die ich hier habe, das wäre schwierig in einem kleinen Becken, die würden sich bekriegen. Wenn die Fische Punktchen haben, dann könnte das immer ein Hinweis darauf sein, dass sie Stress haben, auch mit anderen. Das heißt, wenn die Becken zu klein sind und du hast noch andere Doktorfische drin, dann kann das entstehen. Deswegen, ja, für dieses Becken, da geht das gut. Ne? So, ich habe den Fischen also das Futter gezeigt, die lesen dann auch gerade und du siehst, die kommen alle an. Jawohl, da geht's schon ab, da geht's schon ab. Das gute Sea-Friendly Reef-Futter, gönnt euch. Es gibt noch mal Matschepampe hier, jawohl. Ja, so, das kommt noch dazu, weil wir ja auch größere Fische haben. Und den würden also die Flocken nicht reichen, das Granulat. Ne? Deswegen auch hier die Krabben. Und hier bitte erstmal. Ganz mal ehrlich, das riecht doch wirklich gut, gut, ne, oder? Richtig gut. Ja, zeig noch mal, das riecht so mit dem Knoblauch, ja, ne? Das riecht schon genau. Gut. Ja, das riecht der Knoblauch, ne? So, ich kann auch hier noch was zu sagen, Tobi. Und zwar zu dem Artemia. Da finde ich persönlich, sind zwei Sachen immer ganz wichtig. Einmal, dass man es unheimlich gut wäscht. Ich habe festgestellt, dass das bei gefrorenem Mysis nicht so ist. Das Artemia ist immer sehr, sehr viel mit Dreck behaftet, mit Schadstoffen. Dann gebe ich immer noch Knoblauch und Vitamine dazu, weil Artemia, das hat nicht so viele Nährstoffe wie Mysis. Artemia mögen die Fische unheimlich gerne auch. Klar, dein Futter mögen sie lieber, ne? Oh, so, das, du klar, bist ein Charmeur, ne? Als ob ich dich bezahlt so. Das Futter von Tobi ist einfach nur das Beste. Ne? Futter von Tobi, Leute, wenn ihr eure Fische am Leben halten wollt, kauft das Futter vom Tobi. Becken Nummer 2. Waren da nicht auch mehr Fische drin? Ja, da waren mehr Fische drin. Ich habe die abgegeben in ein 5000 Liter Becken, weil, warte, ich stelle es mal hier rüber ganz kurz. So, guck mal, hier mein alter Ehering, den sehe ich noch. Bin längst geschieden, aber den habe ich gefunden. Oh nein. Ich habe viele Fische habe ich auch so gekauft und dann sind die auf einmal so geworden, so geworden, so geworden. Es waren zu viele. Und ich habe auch Kaiserfische hier gehabt. Und die habe ich dann, war mir wichtig, in gute Hände abzugeben. Ne? Die sind also in ein Becken gekommen, das mindestens gleich groß war wie dieses hier. Ich hatte diese ganzen Plastikkorallen, das sind ja alles Acropora.
diese Tellerkorallen, die würde man ja so im Geschäft kaum bekommen und die sind auch sehr schwierig zu halten. Auch hier, mir wäre es lieber, wenn es echt wäre, aber das wäre fast nicht zu bezahlen, also wäre nicht zu bezahlen. Und in der Größe unvorstellbar. Nein, und stell dir mal vor, du hast hier ein Problem im Urlaub, du kommst zurück und alles ist tot. Ne? Ich war da mehrfach drin, alles rein, alles raus, Katastrophe. Und vor allen Dingen auch, hier ist viel Platz so, die Tiefe, die bleibt hier. Ja. Wie tief ist das Becken? 2,10 Meter ist das tief. Ne? Ja. Und die Fische haben hier, können hier wunderbar bis nach hinten durchschwimmen. Also das ist eigentlich noch ein sehr luftiges Becken. Ne? Ist irgendwo voll, aber du siehst, es ist trotzdem noch viel Schwimmraum. Wir sind jetzt 13 Fische drin, aber ich bin ja abergläubig. Ne? Und da habe ich gedacht, habe ich gezählt, ich mit Scheiße, 13. Wirklich, ich habe gehofft, 12 oder 14. Aber 13. Dieser arabische Putzerfisch zum Beispiel, ne? Siehst du den? Ja, den habe ich vorher auch noch nie in einem Becken gesehen. Ja, weißt du warum? Weil das ist einer der wenigen Putzerfische, der tatsächlich Korallen auch anknabbert. Ne? Und da darf man nicht den Fehler machen, sich den Putzerfisch kaufen und dann sich wundern, wenn die Korallen alle wechseln. Kein Witz hier, das wird im Alter immer schwieriger. Ach, erzähl mir nichts. Ja, wie gesagt, das muss alles irgendwann mal an der Wand, aber keine Ahnung, irgendwie. Ich denke mir immer, das ist ja eh zu hier, ne? Ja, sieht's genau. Ja nicht, ne? Kennt man. Ja, wie ist das? Warte mal, ich komme mal zu dir. Ah, okay, du hast quasi auch wieder alles abgedeckt, aus Gründen, dass Fische nicht rausspringen und wahrscheinlich auch, dass keine Verdunstung so extrem stattfindet. Ja, super Ansatz. Also ich kann nur jedem empfehlen, seine Becken abzudecken, weil irgendwie früher oder später springt immer mal ein Fisch raus. Dann, wie du sagst, die Verdunstung, klar, die ist viel, viel höher, wenn man das Becken nicht abdeckt. Und was nicht zu unterschätzen ist, bei den Stahlkonstruktionen, dieser Rost, der hier reinkommt, ne? Ah. Der ist auch ganz schlecht fürs Aquarium. Ne? Ich meine, da kommen auch Schmieralgen, bilden sich dadurch auch. Also es wird dazu geraten, also Rost, eisenhaltig, nicht gut. Ne? Aber hast du trotzdem damals entschieden? Ja, das heißt entschieden, die machen mir hier einen Rahmen drüber und dann ist der halt so, wie er ist. Ne? Wenn du sagst, den Aluminium kriegst du trotzdem Stahl, ne? Der Preis bleibt für Aluminium. Ja, der ist toll. Stopp! Die Fische leben nur wegen deinem Futter. Das müssen wir noch mal ganz klar hier sagen, ja? Also Leute, kauft Tobis Futter. Das kann ich niemals reinschneiden. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. Parameter wollte zu fragen. Ja, genau, genau, richtig. Also Carbonathärte hast du quasi wegen pH-Wert konstant in dem Bereich, wie du ihn brauchst, damit das nicht nachts vor allem wahrscheinlich abschmiert, oder? Gut, ich benutze ja hier Leitungswasser und im Leitungswasser ist schon genug Carbonathärte. Das heißt, ich muss diesen Wert gar nicht beobachten. Leute, die sehr viel SPS-Korallen haben, wo unheimlich viel KH weggezogen wird, da muss man natürlich mit Dosierpumpen arbeiten. Das Problem habe ich hier nicht, genau wie Magnesium und Calcium. Diese Werte brauche ich nicht beobachten, weil ich durch den Wasserwechsel bei allen meinen Aquarien diese Werte konstant habe. Die sind meistens sogar schon zu hoch. Aber dosierst du dann irgendwie was Spezielles oder achtest du wirklich einfach nur auf die richtige Salinität, also auf den richtigen Salzgehalt beim Wasserwechsel und das war's? Ja, hier habe ich den Salzgehalt sowieso etwas weniger, etwas, ja, bei 1,20 ungefähr. Ah, das kenne ich aus, ja, damit vom Fischhändler auch. Damit die Parasiten sich nicht so viel entwickeln, dass keine Krankheiten kommen. Aber Ozon ist hier ganz wichtig und auch UV. Können wir das unten uns mal anschauen? Das erzähle ich dann unten nochmal. Genau, ja, genau. Aber was du gerade sagtest mit den Parasiten, die guten Parasiten, also die Nitrifikationsbakterien, die werden ja nicht angegriffen durch das UV zum Beispiel, weil die befinden sich ja hauptsächlich im Bodengrund und auch in den Steinen. Und das UV, wenn das Wasser langsam da durchfließt durch die Röhren, dann tötet das nur die Bakterien im Freiwasser ab. Ja, das ist eine wichtige Sache. Da kann man sich viel Ärger mit ersparen, auch Algenwachstum und sowas. Wir haben ja wegen unserem dicken Kugelfisch, wegen dem haben wir ja eigentlich rechts und links die Scheiben vereigt, damit er sich nicht spiegelt und keine Kämpfe mit sich selber anfängt. Ne? Also ja, da. Das ist so der Eigenzustand bei dir, das hält sich ja an Grenzen. Ja, ja gut, wir haben wie gesagt Ozon, ne? Das also bewirkt eine Menge. Das geht auch richtig auf Algen drauf. Ja, auch unter anderem. Und wir haben auch bei so einem Becken hier, ist für mich nur entscheidend, dass das Licht so ist, dass es für mich als Betrachter angenehm ist. Stimmt, du hast ganz wenig Licht. Ich habe schon Licht drunter ordentlich, meine, aber wenn ich jetzt lebende Steinkorallen hier hätte, dann würde das bei 1,40 Meter Tiefe, müsste ich hier noch ganz anderes Gerüst aufbauen. Der Phosphatwert, der ist ja normalerweise bei SPS-Korallen da 0,01 bis 0,05, denke ich mal. Ne? Hier die Werte, die sind jenseits von gut und böse. Ne? Aber das ist den Fischen egal. Ich reduziere das auch, aber ich muss es nicht in dem Bereich halten, sagen wir es mal so. Ne? Phosphat ist nicht egal, das ist schon auch ein wichtiger Wert, aber es schadet jetzt nicht den Fischen
wenn der Wert, sag ich mal, erhöht ist. Ne? Ja. Genau wie Nitrat. Also, wir haben jetzt hier Technikbecken Nummer 1 von dem 6000 Liter Becken Australien. Genau. Ja. Ja. Das kommt ja jetzt von oben runter. Hast du irgendwie eine Hauptleitung, eine große, oder wie kann man sich das vorstellen? Also wo quasi alle Becken dann einmal durch das Haus durchgehen, da kommt jetzt was aus der Wand raus. Hier sieht man die Rohre, ja. Da kommt das Becken, das Wasser runter. Ja, das Wasser kommt von hier oben hier durch. Ja. Hier war am Anfang mal noch undicht. Hier ist auch mal, ne, irgendwie. Ja, scheiße. Hier vorne alles, also das ist ein bisschen Hobby, ne, wie du siehst. Ja. Klar, das kann man alles noch ein bisschen schöner machen, aber du weißt ja, für mich ist das Wichtigste, dass die Technik funktioniert. Ja, ja. Ne? Hier, dieser ganze Slotter hier, ne? Das müsste eigentlich hier drüber wegen der Wasserverdunstung. Aber irgendwie, das hat mal gepasst hier, ja. Aber jetzt, du siehst, passt nicht mehr. Dann habe ich hier zwei Abschaumer extra. Eigentlich würde einer schon reichen, ne? Und Vlies, aber das nicht an. Ja, das Vlies jetzt nicht an, das ist auch gut, aber klar. Ja, ich habe zwei UV, ne, wie wir sehen, doppelt. Und nee, du hast hier einfach quasi Ansaugung im Becken drinne und dann läuft es einmal durch und geht wieder zurück. Ja, okay. Bei Ozon ist UV ist wichtig, dass wir die Röhren wechseln nach einem Jahr. Ja, ja, ja. Und wir haben ja auch gesagt, dass das die Schädlinge im freien Wasser abtötet, also nicht die Nitrifikationsbakterien, weil die sind im Bodengrund oder im Stein. Das heißt, man kann UV auch wirklich ein bisschen überdimensionieren, das wäre überhaupt nicht schlimm. Weil viele denken immer, weil das auch die guten Bakterien abtötet, ne? Ja. Aber nur bedingt. Okay, wie viel, um das Thema auch mal bei dir jetzt aufzugreifen, wie viel UV hast du hier dran? Du hast zwei Röhren. Ja, ich habe zweimal 42 Watt. Zweimal 42 Watt auf 6000 Liter. Gut, das ist das Volumen ohne Steine. Wenn wir die Steine noch mitrechnen, dann kommen wir auf deutlich weniger. Okay. Und UV kann ich nur jedem dazu raten, wirklich überdimensionieren. Ja. Tötet ja nur die Keime und die Bakterien im freien Wasser ab. Die guten Bakterien, die Nitrifikationsbakterien, Nitrosomanus, Nitrobacter, die sind ja hauptsächlich im Sand und auch in den Steinen. Ja, weil man denkt immer, man tötet auch die guten Bakterien damit. Ist aber so eigentlich nicht der Fall. So, jetzt geht es hier. Hier müssen wir auch die Nase zuhalten, wegen dem Ozon. Das ist frei in der Luft oder was? Ja, warte, das will ich sagen, das tun wir erstmal hier klären. Ozon ist ja ein giftiges Gas. Ja. Und das, man kennt diesen stechenden Geruch, wenn man das zum Beispiel jetzt im Filterbecken hat und die Türe aufmacht. Ganz kurz, für die Zuschauer, die nicht wissen, was Ozon im Aquarium macht. Erstmal Whisky. Gönnen Sie sich mal. Die Kommentare jetzt sagen, das ist rum. Ich wollte gerade sagen, so viele haben rum, auch bei den Fragen haben auch ganz viele gesagt, Whisky oder rum bei dir. Ja, Ozon ist ein giftiges Gas, ist aber das stärkste Oxidationsmittel. Ja, Ozon beseitigt Gelbstoffe, auch Nesselgifte von Korallen. Im Grunde macht das Wasser super klar und zieht den ganzen Mist, einen toten Fisch, oder macht das wieder in Ordnung. Ne? Wenn man zu viel Ozon reingeben würde, dann würde das die Kiemen der Fische beschädigen und die würden sterben. Und da gibt es diese Sonden und die werden eigentlich, die können wir ja gleich dann mal beobachten, die werden eigentlich so reingehangen im Filterbecken. Die den Redoxwert messen dann quasi. Die messen den Wert. Mhm. Ich habe aber extra mehrere Redoxgeräte, um dann sicherzustellen, dass der Wert auch richtig ist. Weil die Sonden, die müssen auch mal ein Jahr ausgewechselt werden. Oder wenn da sich so Algen dran heften, dann zeigt ihr dir nicht mehr den richtigen Wert an. Ich habe mir da so eine kleine Lösung, habe ich erfunden. Zeige ich dir gleich, ne? Damit das... Ich ahne nur Gutes, ja. Nee, sagt er. Ja, wichtig ist, dass wir das Redox-Gerät dabei haben. Weil über das Redox-Gerät, da kann ich überhaupt den Wert sehen. Das heißt, es gibt immer wieder Leute, die benutzen den Ozonisator, aber die wissen eigentlich gar nicht, wie viel der jetzt misst. Ne? Das heißt, wenn du den Ozonisator immer anhast, dann wird das deine Fische töten. Ja, Ozon ist wirklich eine Sache, mit der habe ich mich nie groß beschäftigt. Also ich habe einige Becken gesehen, an denen Ozon auch angeschlossen war. Aber dadurch, dass das für mich nie irgendwie eine große Rolle gespielt hat, primär UV. UV ist schwächer, ne, sag ich mal. Ne? Ozon ist das Allerbeste, was es gibt. Also das kann man eigentlich jedem empfehlen, nur wenn man jetzt im selben Raum sich immer aufhält, ist nicht so gut. Ne? Da kriegst du halt Kopfschmerzen und... Krass, dass das wirklich übers Wasser dann halt auch weitergegeben wird wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja, dann mach mal auf hier, die Tür. Also muss man jetzt hier Luft anhalten oder geht das? Nein, das geht noch, aber hier sollst du jetzt nicht immer... Ah ja doch, man merkt es, ne? Man riecht das, ne, ein bisschen, ne? Ja, ja. Also hier, das ist der Ozonisator. Hier sehe ich die Luft, die reingeht. Das ist jetzt beides voll an. Das sind die Redox-Geräte. Jetzt habe ich eben gefüttert. Durch das Füttern geht das Potenzial direkt runter auf 196.
So, und jetzt die ganzen Schadstoffe, nämlich das Futter, die greift jetzt wieder an, ne? Und dann wird das morgen wieder bei 3,50 sein. Das ist die Luftpumpe hier. Hier wird das dann noch, ja, die Kügelchen, die absorbieren das, dass dann Trockenluft reinkommt. Das ist quasi die Ansaugung, dass da nicht Feuchtigkeit mit reingeht. Ja. Hier aber ein Abschäumer, der ist jetzt gerade ein bisschen tief, der geht da wieder hoch gleich. Hier sind diese Stützen, die ich mir hier machen lassen. Ja, und du hast auch das Licht repariert. Nee, das ist jetzt ganz kaputt. Das ist ja auch eine Lösung. Geisterbahn, das ist so. Ist mal was kaputt am Abschäumer, kommt selten vor, ne? Aber manchmal passiert das immer und dann, wenn man die Sachen einschickt, dann dauert das immer eine Woche oder ein paar Tage. Ne? Die Firma ist super, klasse, die machen alles sehr gut. Aber ich habe deswegen noch extra Abschäumer, dass ich zumindest eine Abschäumung habe. Ne? Und man sieht ja, die holen ja auch was raus. Die holen richtig raus. Ich habe das extra jetzt mal nicht gesäubert, damit man mal sieht, was in so einem Fischbecken. Wie du da mal reingreifst, ne? Das ist, ja, so, das ist so, wieso? Was? Aber du siehst, guck mal hier, wenn man das jetzt mal ansieht, ne? Das ist eine Menge. Matschepappen, wie du mal schön sagst. Ja, 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 deswegen. Also hier, das schon. Hier sehen wir richtig viel, was wir hier rausholen. Ich meine, guck dir das mal an. Das sind jetzt gerade mal ein paar Tage. Ne? Ja, und wie gesagt, fällt der große Abschäumer aus, habe ich immer noch die anderen beiden, die immer noch arbeiten. Ne? Weißt du? Habe ich hier auch noch Rettungsgeräte, hier, ja, einen da hinten. Und wir sehen, dass die Werte alle ungefähr gleich sind. Ne? So, wenn jetzt einer zum Beispiel 400 anzeigen würde, der eine 50, dann ist einer von denen kaputt. Und dann habe ich noch einen dritten und dann kann ich gucken, ob der, welcher von denen jetzt im Arsch ist. Ne? Das sind die Sonden hier. So, da muss man gucken, dass jetzt sich hier kein Dreck ansammelt. Ne? Da muss man die dann immer so sauber machen mit den Fingern. Auch hier habe ich mehrere Sonden, drei Stück. Ne? Also hier, ne, mit dem Redox. Weil die muss man immer ab und zu auswechseln. Die müssen auch am besten so ein bisschen im Strömungswasser sein. Weil das Wasser kommt von oben hier runter, vom Aquarium, von dem also großen. Also wir sind direkt unter dem ganz großen Becken. Richtig, genau. Hier sind okay. Die Stützen überall. Und die, was hast du hier für Rohre verbaut? Das sind jetzt 1, 2, 3 Zuläufe quasi. Rücklauf, Überlauf, wie immer wieder das heißt. Keine Ahnung. Aber du siehst, es läuft, ja. Dieser Mann ist so krass. So, und dann habe ich hier, weil ich ja sagte, diese Sonden, die sind normalerweise, kommen die, dann hängen die mit so einem Halter hier an der Seite, ja. Und wenn das Wasser jetzt verdunstet, und gerade deswegen rate ich auch immer dazu, wenn jemand ein Filterbecken machen lässt, macht die Filterbecken so groß wie möglich, weil dann habt ihr nicht immer das Problem, dass das Wasser, wenn das verdunstet, dass die Pumpen dann schon wieder Luft ansaugen. Da muss man zu oft nachgehen. Das ist so an der Grenze hier. Wie viel Liter hat jetzt das Filterbecken von dem großen? Ich glaube 800 hat eins oder 700, ich bin mir nicht ganz sicher, aber mal 3. Ne? Also hast du 2.000, 2.300 Liter. Könnte sein, ja. Und normalerweise sind die Sonden, die sind dann hier so angeheftet, Tobi, siehst du? Ja. Und wenn jetzt das Filterbecken leer läuft, wenn der Abschäumer überläuft, ne, dann steht die Sonne in der Luft und gibt immer weiter Ozon nach. Und deswegen habe ich mir hier so ein kleines Schiffchen gebaut, hier aus Styropor. Und wenn das jetzt leer läuft, das Becken, dann geht das Schiffchen mit dem Wasserstand nach unten und kann nicht mehr in der Luft sein. Okay, und dann, du arbeitest hier auch mit Filterwatte? Ja, das hängt hier so rum, das müsste man mal wechseln. Okay. Klar, sicher. Normalerweise kann man das hier noch besser machen. Die Dinger, die standen auch mal senkrecht hier, ne? Diese warmen Dinger, hier siehst du, Tobi, habe ich mal gemacht. Die müssen normalerweise senkrecht stehen hier. Die sind jetzt alle umgekippt. Aber das macht im Becken nicht so viel aus. Das ist unwichtig, okay, ne? Ja, ich hab auch Kommentare gelesen, dass du tatsächlich einigen die Angst vor der Meerwasseraquaristik genommen hast. Dadurch, dass du einiges etwas lockerer angehst, fand ich sehr interessant. Wo sagst du, ist der Punkt, wo man aber nie schludern darf? Wir haben ja, wenn wir gleich das Korallenbecken sehen, bei Korallen ist ja die Wasserparameter müssen ja noch besser sein. Also bei dem Fischbecken mit 12 Achilles ist meines Erachtens Ozon sehr gut und auch UV. Phosphat oder Nitrat hier durch Leitungswasser etwas höher ist nicht so schlimm. Das Licht ist auch unwesentlich für Fische. Das Ozon, das holt den ganzen Dreck hier raus. Ob jetzt hier so eine Matte noch drin ist und dann sag ich mal mit so einem schönen, da drüben habe ich auch noch so eine Fließfilter, der holt auch gut raus, aber die setzen sich unheimlich schnell zu und sind auch schnell leer. Wie sieht das mit Rost aus? Hast du da irgendwie Probleme, dass du ab und zu mal so einen Pfeiler erneuerst oder ist das Risiko des Lebens einfach?
So, das ist das Risiko des Lebens, wo du jetzt stehst, genauso wie ich hier. Das ist alles Risiko hier bei mir. Aber ich habe mal, ich sag mal so, ich habe das hier, da drüben in einem anderen Raum sind auch noch Pfeiler. Wir sehen ja alleine schon, die sind teilweise eingebaut in die Wand rein, in beide Wände. Ich weiß jetzt nicht, welcher von denen, ich glaube der hier. Weil hier war ja vorher mit Statik ein 7000 Liter Becken. Die Pfeiler hier, wenn du hier siehst, Tobi, ist ja einer nach dem anderen. Ich habe eigentlich noch zwei mehr gekauft, die müssten noch hier hin. Das ist überdimensioniert. Die Gefahr wäre hier vielleicht im Boden, dass der Boden einsacken würde. Ne? Weil normalerweise, habe ich gestern erfahren von meinem Kollegen, der sagte, du musst im Boden, musst du normalerweise auch noch irgendwie was haben. Ne? Haben wir nicht. Ne? Haben wir nicht, nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Weiter geht's. Thema UV beim großen Becken, wie ist das bei dir? Und ich sehe auch einen richtig dicken Kollegen hier noch rumliegen. Ja, deutlich mehr, weil dann die 42 Dinger. Ich habe hier 1, 2, 3, 4... sind da noch mehr? Nee. Aber dann sieht man immer, das ist auch wunderbar gemacht mit dieser Firma hier. Da siehst du den grünen Punkt, ob die Dinger noch in Ordnung sind, ja, ob die laufen. Das heißt, wenn ich hier das Licht ausmache, dass überall die grünen Punkte sind. Ja. Dann kann ich hier das Wasser zugeben, zum Beispiel, wenn ich hier aufmache und hier den Hahn drehe. Dann kommt das Frischwasser direkt ins Becken. Und das ist Leitungswasser, ne? Ja, ja, genau. Und, ja. Wir haben auch hier recht gutes Leitungswasser, muss man sagen. Ich habe mir mal die ganzen Daten vom Wasserwerk habe ich mir mal geben lassen. Ne? Mach mal, erstmal hier raus, den ganzen Ton hier. Ja. Dir wurde geraten von Zuschauerseiten, dass du bei deinen Schaltkästen einfach Nummerierungen anbringst, damit du auch weißt, welcher Schalter zu welchem Technikmodul gehört. Absolut recht haben die Leute. Ich bin einfach zu schäl. Wirklich, wirklich so. Ich weiß nicht, war ja drin im Aquarium und dann muss ich mir hier, habe ich die ganzen FI-Dinger und bis ich da das Richtige gefunden habe, Licht aus, an, dies, hin und her, ne? Hier, keine Ahnung, was das Teil ist. Ne? Irgendeiner ist Licht, irgendeine Pumpe. Ich habe bei dir so schöne Becken gesehen, wo die ganze Technik absoluter Luxus ist und auch besser ist. Ne? Bei mir, ich muss das Becken sehen, das muss bei mir umrandet sein, ne, mit einer Verkleidung. Und der Inhalt, der muss mir gefallen. Und das hier ist für mich insofern wichtig, dass die Technik da ist, was die Tiere brauchen. Die Optik hier, ich hätte sie gerne besser, aber ja, so ist gemacht worden. Ne? Die sind schüchtern sonst, ne? Ja, da habe ich jetzt auch diese Kelp-Algen noch drin. Und du hattest mich ja vorher schon gefragt, auch hier, klar, viel lieber echt die Algen. Aber wo kriegst du so eine Kelp-Alge her, ne? Und da diese Fische aus dem Ostpazifik kommen, wo es kalt ist, passt das natürlich sehr gut. Ne? Und Pärchen, ne? Also wunderbar. Wunderschön, wunderschön. Kennen wir Aquarianer, wenn wir eine Wasserhöhe haben von 60 cm, 50 bis maximal 70, kann man wunderbar daran arbeiten, auch mit der Hand und mit so einer Zange. Und wenn wir dann in den Größenordnung reingehen, die höher sind, wird es sehr, sehr kompliziert. Du kommst also mit so einem Schneider hier, wenn du die Scheibe so ein bisschen machen willst. Ich bin hier mit dem ganzen Körper einfach abgehalten. Ein Meter ist das hier, ja, ne? Ja, das ist ein Meter hoch. Nee, wie gesagt, ich kletter hier drauf mit so einer Leiter und dann hänge ich hier mit dem halben Körper drin und versuche hier noch zu kratzen und manchmal falle ich noch mit rein mit Lampe und Katastrophe. Futter und dann Futter. Machen wir endlich mal Technik, weil das war genau, ja eigentlich der Richtig. Aber hier der noch einmal die Jongis, oder? Ja. Eh mit eigentlich das geilste Becken, was du hast. Gorgonientechnisch und als Biotop aus der Karibik. Wenn jetzt auch andere dabei sind, die vielleicht inspiriert werden von diesem Biotop-Charakter, den man aus der Süßwasser ja schon oft kennt. Im Meerwasser ist es ja jetzt noch nicht ganz so verbreitet. Was sagst du, ist das A und O, wenn man sich entschließt, ein Meerwasser-Biotopenbecken zu bauen? Weil ich muss echt sagen, viele wissen es ja auch schon, ich kriege auch ein neues Becken. Und mein Gorgonienbesatz wird auf jeden Fall umziehen. Ihr könnt ja auch mal sagen, was ihr davon haltet. Denn ich überlege jetzt tatsächlich auch, mein Becken als Biotop zu machen. Ich habe ja im letzten Video schon gesagt, die Korallen sind ja nicht alle von dort. Ne? Weil auch diese Steinkorallen, die sind ja verboten zu exportieren. Genau, die sehen ähnlich aus. Richtig, genau. Die sehen ähnlich aus. Es gibt die da so, ich habe die da gesehen. Auch so Chalices hier. Achso, hier kann man auch noch was zu sagen. Diese großen Krustenanemonen. Da muss man höllisch aufpassen. Wenn man da eine kleine Wunde hat und die anfasst, da wird man richtig krank. Die sind ja giftig. Ja. Ne? Ja. Das ist passiert mir regelmäßig, weil ich da reinpacke. Ne? Muss ich ehrlich sagen, du hast mich schon sehr inspiriert. Also ich möchte das schon so ein bisschen in diese Richtung aufbauen. Viele, viele kleine Fische, viele Versteckmöglichkeiten, kein Überbesatz. Das sind Faktoren. Meiner Meinung nach muss das einfach mehr Einklang in diesem Hobby finden. Eine solche Einstellung zum Aufbau und zum Besatz eines Meerwasser-Aquariums. So, eine Frage.
Jack Elliott, die habe ich zu abermillionenst unter unseren Videos und unter Fragerunden auf Instagram und Co. gehört. Ja. Was machst du beruflich? Was ich mache? Möchtest du es auflösen? Ja, ich habe eine Bank ausgeraubt, da war ich 10 Jahre im Knast, da kam ich frei und dann habe ich mit dir das Fischfutter entwickelt, und weil ich jetzt ein bisschen Werbung für mache. Und ab dem Moment bin ich reich geworden. Nein, aber ganz im Ernst, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen bei dir. Willst du eine Pizza haben, Tobi? Willst du noch dicker werden gleich? Ja, ja. Nein, Tobi schlank, Leute. Tobi schlank, fieser Typ, ja. Sorry. Isst du mal deine Knoblauch-Matcha-Pampe weiter? Ich frage dich dabei eine weitere Instagram-Frage, die auch ganz oft kam. Wie kommt man auf die Idee, so etwas im eigenen Wohnzimmer zu errichten? Ja, man muss einen Schaden haben als erstes. Ne? Richtig, ohne Schaden geht es soweit nicht. Ne? Die Stützen im Keller, hast du ja gesehen. Gestern hat mich noch so ein Bauunternehmer auf einer Party gefragt, hast du denn den Boden überhaupt untersuchen lassen, dass er es hält? Sag ich, nein, das vom Boden. Ich habe einfach die Stützen hingeknallt, aber es hält. Ne? Da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt hier eine Statik mache, dann brauche ich das Becken nicht mehr kaufen. Ne? Ich glaube, jeder Architekt, den du hier reinlässt, der weist dich sofort ein. Das sind doch 30, 35 Tonnen. Ja, das ja. Ne? Allein die Steine, das waren ja, die kamen ja in so riesen Containern, hier mit dem Kran kamen die ja. Das sind ja so viele Steine, wenn du die da auf dem Hof siehst, dann ja, denkst du, wenn die hier drin sind, ist da gar kein Platz mehr. Ne? Ja, du setzt dich ja dahin und du planst das Ding. Das ist ja ein Riesenprozess, der vorher erstmal entstehen muss, bevor das Becken dann auch wirklich in deinem Wohnzimmer landet. Ich gebe dir die Antwort, gib mir eine Sekunde, okay? Okay. Im Grunde genommen ist die Geschichte mit mir genauso gewesen wie mit meinem Sohn. Ich habe jetzt einen Sohn, der ist knapp ein Jahr alt, das ist er übrigens, Memphis. Ja, und den Memphis, den nehme ich und dann halte ich den hier vor die Aquarien. Und dann ist er total begeistert davon. Und die Fische kommen ja dann auch an, weil sie denken, sie kriegen Futter. Und genauso hat das meine Mutter mit mir gemacht. Wir sind früher nach Karstadt, meine ich, gefahren und da war da so ein kleiner Fischladen. Und da habe ich mich total für die Fische interessiert. Da war ich auch aus dem Kinderwagen. Ne? Und da hat meine Mutter, da war ich dann irgendwann 6, 7 und da habe ich so ein 20-Liter-Becken bekommen, so ein großes Aquarium. Ne? Und das kam mir damals riesig vor. Ich weiß noch, meine Mutter, die hat immer den, kannte man sich nicht aus, die hat den Wasserwechsel, die hat das selber das getragen, das Aquarium. Für mich war es zu schwer. Mit 7, ja. Mit 7 müsste ich eigentlich auch tragen können. Ne? Vielleicht warst du ein schmächtiger 7-Jähriger. Genau. So. Und dann haben wir das ganze Becken, alles raus an Wasser und wieder alles rein. So würde man ja kein Wasserwechsel heute machen. Aber so hat man es früher gemacht. Ne? Und diese Leidenschaft ist ja seitdem geblieben. Würdest du von dir aus sagen, dass das, was quasi hinter dir ist, eine artgerechte Haltung ist? Das ist eine spannende Frage, finde ich. Ja, sehr, sehr spannende Frage. Wir haben wirklich das Dilemma. Ne? Einerseits entzieht man die Tiere aus der Natur. Das widerspricht meinem Naturell. Ich bin Veganer, ich bin Naturschützer, ich spende auch Geld und ich mache alles Mögliche in meinem Naturgarten. Und Tiere aus der Natur entziehen, in Aquarien leben, schwierig. Ne? Das ist schwierig. Andererseits, weil wir kriegen ja zwar immer mehr die Fische im Meerwasser auch gezüchtet, ne? Clownfische, auch der gelbe Doktor wird jetzt mittlerweile gezüchtet. Und ich finde, da muss es hingehen. Ne? Ich habe sehr viele Nachzuchten schon mittlerweile. Normalerweise leben die Fische auch länger in der Gefangenschaft, wenn man es richtig macht, wie in der Natur, weil dort werden sie auch gefressen. Aber der Nachteil ist, sie können sich halt hier schlecht reproduzieren. Ich sage immer in dem Bereich, man kann sich verbessern, Umweltschutz in allen Bereichen, aber auf alles verzichten ist schwierig. Ich finde, deswegen gebe ich auch immer Leuten Kredit, wenn jetzt einer sagt zum Beispiel, er isst nur noch einmal die Woche Fleisch, dann muss man das loben. Ne? Und kann ich sagen als Veganer, wie du isst Fleisch, das ist schlecht, das ist falsch. Ne? Oder ein Auto fahren, was nicht ganz so umweltschonend ist, ne? Und dann vielleicht mehr mit der Bahn fahren, solche Sachen. Ne? Es ist schwierig, alles richtig zu machen, weißt du, wie ich meine, Tobi? Ne? Ich weiß, was du meinst. Also ich finde, wenn jeder deiner Zuschauer, auch jetzt jemand, der ganz neu anfängt, wenn er viele Fehler vermeidet und sein Biotop lange am Leben lässt, die Korallen, die Fische, dann hat man damit schon was erreicht. Ne? Weil wie schnell kauft man irgendeine Koralle im Aquariumladen, die man unheimlich toll findet, die dann aber wiederum sehr schnell stirbt, weil diese Koralle halt unheimlich große Ansprüche hat. Oder auch die Koralle vielleicht mit anderen gar nicht zusammenpasst. Also mein Ziel, wie du mich gerade gefragt hast, ist natürlich, dass ich meine Biotope so lange wie möglich so aufrechterhalte. Ich habe gar nicht vor, hier irgendwas zu verändern. Dass die Fische 15, 20 Jahre leben. Ne? Und wenn man das erreicht hat, ja, dann ist es gut. Und die Frage über die Glücklichkeit der Fische. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir Menschen fahren in Urlaub, wir gehen in eine Disco, wir machen dies, wir machen den. Der Fisch, es gibt Fische im Meer, die schwimmen tatsächlich nur um einen Block rum.
der will gar nicht zum nächsten Block schwimmen. Das ist sein Revier, da lebt er. Da kriegt er sein Futter, da hat er seine Versteckmöglichkeiten. Anemonenfisch beispielsweise. Zum Beispiel. Oder auch kleinere Fische, die viel in Mangrobenwäldern leben. Oder auch, ich habe auch zum Beispiel kleine Kaiserfische, Parus gesehen, die schwimmen wirklich nur um einen Block rum. Ja, ich war in fast allen Weltmeeren früher tauchen. Ne? Da habe ich das so gesehen. Ne? Und dann gibt es andere Fische, die wirklich, wie der Thunfisch zum Beispiel, mit dem Golfstrom, so einmal im Atlantik schwimmen, von Florida, Mexiko, ne, werden die geboren, im Golf von Mexiko, dann gehen die nach oben, Richtung New York, dann nach Osten, England, dann wieder runter, und dann schwimmen die mit dem Golfstrom. So, und so ein Fisch, angenommen, den könnte man halten im Aquarium, der würde sich nicht wohlfühlen. Eine Muräne zum Beispiel, wenn die ihre Höhle hat. Hast du ja oben, ne? Ich habe zwei kleine Millatremus, diese kleinen Muränen, ne? Wunderbar kann man die halten. Ne? Kaiserfisch im Pärchen, ne? Jeder hat seinen Platz, Versteckmöglichkeiten. Dann sind die Fische meines Erachtens zufrieden. So wie ich dein Becken einschätze, ist das auch absolut aufs Tierwohl ausgelegt. Wie kann es dann sein, dass trotzdem Tiere krank werden, was du am Anfang ja beschrieben hattest? Sehr, sehr unglücklich, wirklich. Spricht mir das Herz sowas, aber Frage ist berechtigt. Ne? Ich hatte am Anfang, da musste ich erst austarieren, wie ich das mit der Strömung mache. Ne? Und dann hat sich auch teilweise hat sich dann Futter festgesetzt. Auch wenn zu viele Fische am Anfang da sind oder zu viele Fische von der gleichen Sorte, Stress auftritt. Und das hat man eben gerade, wenn man jetzt ein Becken neu besiedelt, immer wieder neues Zeug reintut, dann wieder behandelt, dann wieder Wasserwechsel. Da passiert das. Ne? Die richtigen Könner hier, die zuschauen, die wissen das, dass auch gerade Fischbecken, das ist eine Kunst für sich, auch für Händler. Ne? Ich beneide immer, wie wir es hinkriegen, weil permanent so kleine Becken voll haben. Schwierig, ne? Sehr schwierig, ne? Dass das alles funktioniert. Fragen über Fragen, Sea Friendly Reef, ja, das alles für 1.000 Euro die Stunde, Tobi. Oh. Mein Gott, schön wert. Ein Becken in der Größe, gepaart mit anderen Projekten, die du ja in diesem Haus hast, im aquaristischen Sinne, ja. Das braucht ja alles eine Menge Energie. Wie hoch sind da deine Kosten? Wie hoch ist der Aufwand, der da betrieben wird? Und was sind vielleicht gegenwirkende Maßnahmen, die du da ergriffen hast? Ja, die Ausgaben an Strom, Gas ist natürlich enorm. Gerade durch die Krise, die wir im Moment haben, Katastrophe. Ich habe mir Wärmepumpen gekauft, schon vor ein paar Jahren. Und ich habe auch 45 Paneele an Solarstrom, ne, am Dach. Ah, okay, ja, also ja. Du hast schon da mit einer Photovoltaikanlage. Photovoltaikanlage, genau. Ich habe auch ein Aggregat hier. Wenn der Strom ausfällt, dann laufen die Aquarien weiter. Ich habe sonst in der ganzen Einrichtung hier, das ist alles Müll, ne? Du siehst ja, Tobi, das ist ja nicht hier schön. Ne? Aber die Aquarien, die sind halt besonders. Aber hier so ein Teppich, den kannst du nicht mehr, wenn du den abgibst, musst du drauf zahlen. Ah, es gibt... Nein, warte, nicht hier, Mann. Du setzt dich genau auf meine Ach Tabletten. So. Ja, hier, die habe ich hier hingelegt. Nein, das da drüben. Mein Gebiss für Nacht auch noch. Was hast du denn da? Nein, hier, das ist zum Beispiel, das sind Meeresalgen. Jetzt esse ich sowas hier. N-A-D-H. Das ist hier, damit du jung bleibst, ne, glaube ich. Alles Schwachsinn. Aber pass auf, ich habe das extra hier gehabt, weil ich ja da meinen Kühler drin habe im Bad. Da geht ja die Leitung geht ja hier rüber für das Wasser. Und weil das hier im ersten Stock ist, ist das so heiß hier jetzt im Sommer. Und der Kühler, der gibt ja die heiße Luft ab. Ja. Und die Tabletten, die werden alle gekocht hier, da haben die keine Wirkung mehr, ne? Da hast du Themen hier, ne? Ey, Bierhefe. Für Haare hier, schönes Haar. Deswegen hast du so schöne Haare. Ja, klar, Mann. Da muss ich mir, kannst du mir das mitgeben? Ja, hier, nimm, Mann. Wir sind angekommen in deinem Schlafzimmer und dem wunderschönen Becken und ich habe jetzt folgende Challenge für dich. Und zwar haben wir unglaublich viele Fragen bekommen. Das war wirklich brutal. Und ich gebe dir jetzt einfach mein Handy und du kannst quasi frei willen die Fragen raussuchen und innerhalb von einem Satz beantworten, die dir gerade so... Ich das hinkriege? Der alte Mann, der sieht gar nichts. Brille blind. Meerwasser mit oder ohne Sand? Also ich würde sagen, Sandschicht wirklich nur so hoch, weil sich da auch Ablagerungen ablagern können. Ne? Also niedriger ist besser, weil wenn du hinten viel Sand hast, Mulm. Lippfische allerdings viel Sand, die müssen sich eingraben. Macht ihr Beckenpflege wirklich alleine? Ja, die Beckenpflege mache ich alles alleine. Außer Technik bin ich nicht der Typ für irgendwas, da macht der Kollege, der Gerd. Bist du mit Captain Jack verwandt? Wurde ich zum Liebe zum Meer erklären? Ja, Captain Jack, den würde ich mal gerne treffen. Ich bin leider nur eine billige Kopie. Bist du mit deinem Aquarium zufrieden oder hast du noch aquarische? Ja, Träume natürlich. Ich würde zum Beispiel auch gerne so Sea Dragons haben, so Australien mit echten Algen. Fände ich klasse. Oder auch so Bonnet Sharks, diese Hammerhaie, die kleinbleibenden. Aber da müsste man noch ein größeres Becken haben. Anschaffungskosten von den Mega-Aquarien. Ja, das Anschaffungskosten, das Becken alleine
war, meine ich, so 60.000, 70.000 Euro. Jetzt also mit nur der Krise, das Glas. Ja, das ist ja auch ESG-Glas, gehärtetes Glas und jetzt wahrscheinlich durch die Krise noch teurer, das könnte ich mir vorstellen, bin mir aber nicht sicher. Geiler Typ, ja, vielen Dank. Das ist das Hobby für dich langweilig oder nervig geworden? Ich habe auch manchmal meine Krisen, dann habe ich die Parameter alle in Ordnung, aber mache die Scheiben nicht sauber und so bin ich motiviert, kommt auch mal vor. Wann kommt der nächste Pirate of the Caribbean Teil 2? Ja, das weiß ich leider nicht, das wäre schön. Wie hoch sind deine Kosten im Monat für dein Aquarium? Ja, viel zu hoch, vergiss es, Katastrophe. Aber deswegen hier diese Photovoltaikanlage. Photovoltaik und auch die Wärmepumpen, ne, im Keller. Wie alt ist dein ältester Fisch? Ja gut, ich habe dieses Aquarium, ich habe damals meine Fische, meine karibischen Fische, als ich das 7000 Liter Backup, die habe ich alle in einen Zoo verschenkt. Da sind die in einen Millionen Liter Becken gekommen, ein Riesenbecken. Die hatte ich 20 Jahre, die Fische. Die waren alle so groß. Alle abgegeben. Die habe ich ja neu, weil die Becken noch nicht so lange da sind. Ne? Wie kommst du auf eine Idee von so großen Becken? Ja, ich wollte die Achillesfische haben. Ich wollte eine Gruppe haben. Das war mein Traum. Und ich habe das damals in einem anderen Becken probiert mit 4. Und das ging so halbwegs. Und die große Gruppe braucht ein größeres Becken. Monatliche Fixkosten zu hoch, haben wir schon gesagt. Welchen Job hat er? Bankräuber. Was macht Jack Elliott beruflich? Selbe Frage nochmal. Wie bist du zum Teufel gekommen? Scheiße, ja, die Leute sind ja gut, ne? Gute Freunde dann, hast du hier. Dann such dir eine Frage noch aus. Ja, ich nehme direkt die nächste. Welches war dein größter Fehler in Bezug auf deine Aquarien? Ja, ich habe auch damals alles wollte ich haben, die Korolle, das, den Fisch und dann so viele und man macht Fehler, ne? Und wenn man, du hast ja selber gerade gesagt, wenn man dann andere vor diesen Fehlern bewahrt, auf Bezug der Kosten und auch auf Tierleben, ne? Dann hat man schon was erreicht, dass man eben viele Dinge von vornherein richtig macht und diese Fehler vermeidet. Und das ist eine wichtige Frage. Ne? Also Leute haben toll geschrieben hier, ne? Oder? Aber das ist der Hammer, ne? Das ist echt Wahnsinn. Super große Community, ne, Tobi? Also ich finde es immer schön, dass so viele Fragen immer kommen, weil das ist natürlich auch eine Möglichkeit, mit dir als einem ganz besonderen Aquarianer halt mal in Kontakt zu treten. Jack Elliott, wahrscheinlich einer der durchgeknalltesten Aquarienfanatiker, die ich jemals treffen durfte, aber ein unglaublich sympathischer Typ, mit dem ich mich auch persönlich einfach super gerne austausche, da er eine wirklich verdammt gute Einstellung unserem Hobby gegenüber besitzt. Ich hoffe natürlich, ihr konntet aus dem Video heute was mitnehmen. Lasst gerne eure Meinung zu all den angesprochenen Themen in den Kommentaren. Gebt dem Video gerne ein Like und wer jetzt noch nicht genug hatte, der bekommt nochmal die wichtigsten Fakten der erfolgreichen Meerwasser-Aquaristik von Jack Elliott als Zusammenfassung mit nach Hause. Also macht's gut. Ja, jetzt Lebendgestein. So, mit Lebendgestein kann man sich unheimlich viele Dinge ins Aquarium reinholen, die man nicht haben möchte. Die muss man dann später wieder rauskriegen. Und deswegen würde ich immer dazu raten, dass man totes Lebendgestein nimmt, Bakterien ansetzt. Super wichtig nur die Strömung, gerade in der Oberfläche, um auch den pH-Wert stabil zu halten. Sandzonen niedrig halten, damit man keinen Mulm bildet. Dann konstante Temperaturen mit einem Kühler, gerade jetzt im Sommer, dass man die konstante Temperatur hat. Die Dichte unbedingt überprüfen. Bei Fischbecken ein bisschen niedriger, sonst bei 1, 0, 2, 3 für Korallenbecken. Dann würde ich jedem, der anfängt, würde ich dazu raten, auch mit Weichkorallen anzufangen und sich dann auch an andere Korallen ranzutasten. Auch weil SPS-Korallen zum Beispiel, die brauchen auch viel weniger Phosphat und Nitrat. Diese hier können deutlich mehr vertragen. Gutes Licht, da nicht dran sparen, Strömung nicht sparen. Fische unbedingt in eine Quarantäne geben. Keine Fische vom Laden direkt ins Becken setzen, das muss man wirklich vermeiden. Dann würde ich unbedingt UV würde ich benutzen, sehr wichtig. Überdimensionale Abschäumung, K sollte man immer überprüfen, ne? Sollte bei 8, 9 sein. Ne? Aber wenn der jetzt ein bisschen höher wäre, wäre auch nicht so schlimm. Calcium, Magnesium, dann wenig Fische, sage ich mal, die Fischgröße angepasst auf das Aquarium. Ne? Ich habe jetzt hier von der Größe an Fischen habe ich jetzt in dem Becken 3 drin. Ne? Jack Elliott! Ja, was denn? Ich wollte. Ich muss den Schmetterling. Das ist ein kleiner Fuchs, der ist voll selten. Ich wollte jetzt gehen eigentlich. Warte, der muss erst raus, der Fisch. Mann, musst du das hier filmen? Deine Leute sollen denken, ich bin ordentlich. Leben gerettet, Leute. Der fliegt weg. Hast du gesehen? So in dem Sinne, Männers. Das muss reichen für heute. Also dann vielen Dank und ich brauche jetzt mal wieder erstmal einen Kaffee.